Das ist die erste Talkshow der Woche. Die Annahme von der ISO 12-Initiative im nächsten Monat wäre der grösste Eingriff in die Schweizer Wirtschaft von allen Zeiten. Bei mir ist einer von den Mitinitianten, Miterfinder von dieser Initiative hier im Studio. Cedric Werner, danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Sie sind schon mal da gewesen. Wer sind Sie jetzt heute? Ja, heute seit 2 Jahren Nationalrat habe ich das Privileg, aber sonst hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Nein. Ja, also im Leben, im Plan, vom Tagesplan schon, das ist ja so, als Nationalrat. Aber ich habe das Gefühl, sich ein anderer Mensch bewegt. Aber die Spasszeiten irgendwie, die sind ja vorbei. Also das Kiffen in der Öffentlichkeit, Häuser besetzen. Jetzt, wie hat mein Vater gesagt, jetzt beginnt eigentlich der Ernst vom Leben mit dieser Initiative, oder? Also es ist der erste richtige Test. Es ist eine andere Rolle und es ist richtig, dass das für uns ein sehr bedeutender Moment ist, jetzt der 24. November. Auf das haben wir jetzt 4 Jahre lang geschafft. Genau. 2011 ist es dann, glaube ich, definitiv lanciert worden. 2008 also die erste Idee etc. Richtig. Haben Sie es für sich können? Ja, also wir hoffen es. Im Moment sind wir in den Umfragen Kopf nach Kopf. Und ich glaube wirklich, dass auf der einen Seite... Die andere Richtung. Ja, der Trend, das ist mir klar. Ich meine, schauen Sie mal an, was für ein Millionenbudget gegenseitig aufwirft. Da werden wir müssen, extrem stark mithaben. Das ist uns auch bewusst, dass es eng wird. Also wir können nicht bei einem einfachen Lauf aus. Aber wenn Sie überhaupt können? Ja, sicher, wenn wir können. Wenn Sie können. Ich würde nie eine Initiative lancieren. Aber nicht, was mich wundert ist, wie werden Sie am Abstimmungssonntag, wenn Sie verloren haben, wie werden Sie auftreten, wenn Sie da irgendwie... 45% würden machen, dann Sie dann auch sagen, wir haben eigentlich moralisch gewonnen. Also das geht mir so auf den Sack, wir muss auch. Ich sagen. Ich völlig verstanden mit Ihnen. Ich gehöre überhaupt nicht zu denen, die versuchen, immer aus 25% Stimmenanteil noch einen Sieg zu machen. Für uns ist ein Sieg eine Mehrheit, die ja sagt. Und alles andere würde bedeuten, wir hätten zu wenig geleistet und wir müssen in Zukunft noch mehr leisten. Aber das würden wir auch zur Kenntnis nehmen. Können wir das auch machen, jetzt, dass Sie dann sagen, wir haben verloren. Das kann ich Ihnen garantieren. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreffen, dass nicht die Mehrheit Ja sagt, dann würde ich das zugeben. Aber was ist denn eigentlich Ihr Worst-Case-Szenario? Wie viel Prozent? Also Worst-Case-Szenario. Ich habe gelernt, man darf ja nie vor Abstimmungen irgendwelche Zahlen rausgeben. Mhm. Wir gehen immer noch davon aus, dass wir eine Chance haben. Die Klar, die aber was wäre, wenn Sie würden sagen, dann haben wir auch noch nicht nur die Abstimmung, sondern auch noch das Gesicht verloren. Nein, das Gesicht verlieren wir so oder so nicht. Schauen Sie mal an, wie die Initiative jetzt steht, zu einer Diskursveränderung geführt in der Schweiz. Die geschlossene bürgerliche Mehrheit muss zugeben, dass wir das Problem mit exzessiven Löhnen. Das war ein Tabu in dem Land. Der Lidl beispielsweise, obwohl er ein bisschen trickst, macht Werbung mit 4'000 Franken Mindestlohn. Das hat nichts zu tun mit der Initiative. Das ist selbstverständlich. Ja, die Initiative hat dazu geführt, dass Löhne... Das ist Mindestlohn. Das wollen wir. Aber schauen wir doch mal an, wie das eigentlich bei Ihnen aussieht. Sie haben einmal gesagt, die JUSO ist nur die erste Etappe, der leichteste Teil der Übung. Wir haben einen Plan, wie die sozialdemokratische Politik in Zukunft aussehen soll. An der Annahme dieser Initiative wäre der erste Schritt zur Überwindung des Kapitalismus. Schön wäre es. Ja. Wir retten den Kapitalismus mit dieser Initiative. Ja, Sie retten leider. Ja, aber wenn Sie nicht überwinden oder retten, können Sie sich entscheiden. Zuerst müssen wir müssen eben zuerst retten, um nachher überwinden. Das ist aber absolut logisch. Nein, das ist nicht logisch. Wieso soll jetzt das logisch sein? Sie wollen überwinden. Und Sie haben selber mal das Beispiel gebracht von Stalin. Dort sage ich, ja, Sie haben ein Zitat aus dem Spiegel gesagt. Dort von Stalin sagt, der Lohnunterschied 1 zu 55 war. Ungefähr schätze ich. Genau. Spiegel, ja. Die haben ja den Kapitalismus dort auch, glaube ich, überwunden. Ja, aber es ist dann nicht gut rausgekommen. Die Überwindung des Kapitalismus kann man ja in verschiedenster Manier machen. Und was in Osteuropa passiert ist, hat nichts mit dem zu tun. Es gibt zwei Arten, wie sie mehr Gleichheit erreichen können. Das erste ist unter Zwang und Terror. Und das ist dramatisch gescheitert. Und das andere ist über die Demokratie. Und uns geht es darum, die Demokratie der Wirtschaft weiter umzubauen. Und der Kapitalismus lebt davon, dass die Leute, die eben die Waren und Produkte, die hergestellt worden sind, auch konsumieren können. Und das Rädchen ist in Stocken geraten. Immer mehr. Wo, bei uns? Ja, bei uns. Ich meine, der Lebensstandard sei jetzt so hoch wie eigentlich noch nie. Im Durchschnitt ist das richtig. Das Problem an Durchschnittsbetrachtungen ist, dass man immer falsch, dass man nicht sieht. Nur, aber auch. Was passiert ist, ist in den letzten Jahren, dass ein kleiner Anteil der Leute sich einen extrem grossen Teil vom Richtigen rausgenommen hat. Aber ohne auf, ohne auf die Kosten der anderen. Natürlich, die grosse Mehrheit hat stagnierende Löhne, irgendwo zwischen 2 und 5%. Hallo, ist das stagnierend? Und das ist im Vergleich zu dem... Bei einer Inflationsrate von 1% ist das nicht stagnierend? Doch, bei einer Produktivitätswachstum, also bei einer Wirtschaft, die um 20% zugenommen hat, ist das selbstverständlich stagnierend. Ja, das kommt auch noch dazu, weil der Franken irgendwie stärker geworden ist. Nein, das ist jetzt ein Phänomen der letzten paar Jahre. Ja, eben. Also die Trendaufwertung haben wir schon länger, aber es wäre viel
viel mehr drin für die Arbeitnehmenden in der Schweiz. Glauben Sie wirklich? Die 1 zu 12. Wie sind Sie auf das gekommen? Es war einfach ein Gag. Man sagt, man den Monat und ein Jahr vergleichen, macht 1 zu 12. Das ist besser als 1 zu 14, 1 zu 15 oder 1 zu 20. Wie lange haben Sie an dem umgekehrt? Wir haben lange diskutiert, was ist die Grössenordnung. Wir haben gefunden, das hält am besten. Wir wollen nicht, dass jemand in einem Monat schon so viel verdient wie jemand anderes in einem ganzen Jahr. Das ist die Entscheidung für 1 zu 12. Haben Sie Glück gehabt? Das hält am besten. Das ist am besten zu verkaufen. Nein, das war eine Überlegung, was können wir uns selber überhaupt vorstellen, was sind noch Löhne, die man irgendwie rechtfertigen kann. Ich meine, sind wir uns ehrlich, 1 zu 12 ist eigentlich schon fast freisinnig, die Bandbreite, die wir vorstellen. Ja, offenbar sehen Sie das anders. Sie haben jetzt ein bisschen zurückgepustet, weil Sie haben gesagt, man muss jetzt nicht nur den Jahreslohn anschauen, sondern den Stundenlohn. Und dann könnte es auch 1 zu 20 sein. Aber dann wird es nicht mehr überprüfbar. Wie viel einer geschafft hat, kann man ja nicht überprüfen. Ja, Sie sind so zitiert worden. Also, falsch. Also, Sie müssten die Studie lesen, wo wir haben. Ich habe Ihre Zitate gelesen. Ja, Sie müssen die Studie lesen, die dahinter liegt. Und was wir sagen, ist, man muss eine Basis finden, um die Löhne zu vergleichen. Die einzige logische Basis, haben wir übrigens auch schon im Initiativtext gesagt, sind Stundenlöhne. Das heisst, man muss Teilzeitverhältnisse anschauen, Arbeitsverhältnisse und aber auch Überstunden. Und ja, wenn Sie und ich jetzt aber die gleiche Arbeit machen... Aber die Überstunden von einem Bankdirektor abchecken? Das wird heute schon gemacht. Man muss heute schon Arbeitszeiterfassungen durchführen. Aber doch nicht an der Spitze. Genau das ein CEO macht doch keine Arbeitszeiterfassung. Das wird man an der Spitze müssen machen. Nein, aber, das ist, aber Sie haben gesagt, es braucht keine Bürokratie. Jetzt, wenn Sie doch, jetzt müssen CEOs ihre Arbeitszeiten aufschreiben und ihre Lohnsrechtfertigung. Also der Aufwand ist dafür, dass in diesem Land eine grosse Mehrheit wieder mehr vom Reichtum hat, absolut gerechtfertigt. Gut, prüfen können Sie das so. Und das sind ja nur ganz wenige, was es betrifft. Genau. Das sind etwa mehr als 4'000 geschätzt. Ich würde sagen 2'600. Ja, dort hast du jetzt ein mehr als 4'000. Über eine Million, oder? Das ist wie viel im Prozent von allen Beschäftigten in der Schweiz? Das sind ganz, ganz wenig. Das ist unter 1% von Beschäftigten. Unter 1 Promille? Also wir müssen auch noch die Kommastelle richtig haben. Punkt unter 1 Promille ist 0,6 Promille. Also eigentlich irrelevant. Nein, der Punkt ist eben, dass die Leute sich eben so viel Reichtum muss genommen haben. Credit Suisse sagt, nicht im Verdacht der linksextreme Organisation sind 1% der Schweizer Bevölkerung besitzt mehr Reinvermögen als die restlichen 99%. Das hat in den letzten Jahren mit diesen explodierenden Boni und Löhnen zu tun gehabt. Ist das so? Jawohl. Das Vermögen ist etwas anderes. Nein, wir sind eben das erste Mal, über Generationen hat sich das angehört. Wir sind eben das erste Mal in einer Phase, gerade vom Kapitalismus, darum funktioniert er heute nicht mehr, wo man über Lohne kommen kann, massiv Vermögen anhäufen. Wenn Sie wie eine Brady Dugend 90 Millionen verdienen, dann wird das zu Vermögen. Gut, also dann müssen wir gerade mal fragen, wer ist Ihrer Meinung nach hauptverantwortlich, dass die Initiative so viel, sage ich mal, Publizität bekommt? Ich kann Ihnen vier Vorschläge. Gut. Das eine ist der Thomas Minder, oder, von der Initiative. Mhm. Ihre Brady Dugan, von der CEO von der Credit Suisse, dann Daniel Vasella und der Cedric Wermuth. Wer hat am meisten da beigetragen, dass das überhaupt das Thema ist von diesen Also nach dem Ausschlussprinzip ist es relativ einfach, der Herr Wermuth ist es sicher nicht. Der ist nicht? Nein, Herr Wermuth ist irrelevant. Einer von den, ja, ich würde sagen, der ist weitgehend also der braucht es gar nicht. Der hat es einfach erfunden, aber die anderen haben es gemacht. Der hat es nicht erfunden. Das hätten auch andere Leute können machen können. Das ist, würde ich mich nicht überschätzen. Das heisst also, nicht Sie haben irgendetwas beigetragen, sondern Gegner. Nein, also ich habe eine bestimmte Rolle in der Initiative, aber da haben hunderte andere auch gehabt. Das hat heute David Roth, das haben heute x andere Leute. Nein, Sie sind einer von diesen kleinen Grüppli, die am Anfang kam. Das ist kein kleines Grüppli, sonst wären wir nie so. Also die JUS hat heute um die 3'000 Mitglieder. Ja, doch, Sie sind ja der erste faktische Präsident in der zweiten Phase von der JUS. Das ist richtig, aber das hätte auch jemand anders können machen können. Also. Und von den anderen würde ich sagen, ist es eine Kombination. Das ist richtig. Wir haben von der Welle von Thomas Minder profitiert. Und der Brady Dugan und Daniel Vasella gehören zu den besten Abstimmungskämpfern, die wir haben. Genau. Also, und hoffen Sie, dass die da noch irgendwie... Hoffen Sie, kommen noch mal zurück, ja. Das ist auch jemand, der Peter Bodermann, ist ehemaliger Präsident von dieser Partei, wo Sie, glaube ich, Mitglied sind. Der hat gesagt, die 1 zu 12 Initiative ist löcherig wie der Emmentaler Käse. Also, tönt gut, kann aber nicht umgesetzt werden. Ja, der Peter Bodermann ist nicht frei von Fehlern. Was der Peter Bodermann richtig ist ein scharfer Kopf, einer der intelligentesten Mitglieder, die wir haben. Aber das muss doch wehtun. Nein, überhaupt nicht. Was das heißt? Peter Bodermann, wenn Sie den ganzen Text lesen, wenn Sie das Zitat nehmen, richtigerweise sagt, wir werden müssen nachher relativ heftig um die Umsetzung kämpfen. Und das ist uns völlig bewusst. Ja. Es wird am Tag, wo die Initiative durchkommt, Hunderte von Anwaltsbüros geben, die Tausende von denen haben, wie man das kreativ umgehen kann. Genau. Für das ist der Gesetzgeber da. Gut. Das gleiche Problem haben wir auf der Autobahn. Wenn sie Tempolimiten haben, überschritten wird, müssen sie es kontrollieren. Gut, aber da die Regeln festsetzen, weil die Umgehungsmöglichkeiten sind ja wirklich ohne Ende. Was man machen kann, auch wenn man nur den Initiativtext anschaut, weil der ist ja so knapp gehalten. Aber Schawinski, dann reden Sie ja gegen Demokratie an und für sich. Nein. Doch, wir würden doch nicht nur, wie wir auf der Autobahn Leute haben, die schnell fahren, sagen,
wir machen kein Straßenverkehrsgesetz. Nur weil das jetzt so Halbgötter in Gucci und Prada sind, sollen wir das akzeptieren, dass die sich nicht an die Demokratie halten. Das ist ihre Job eigentlich. Ich habe das Gefühl, jetzt, sie sind jetzt langsam ein besseres. Tatsächlich, also, sie sind H&M. Aber ich habe das Gefühl, sie sind auf dem Weg Richtung Gucci und Prada. Das und so mit kapitalistischen irgendwie Verwünschungssprüchen müssen sie, glaube ich, langsam ein bisschen zurückgehen. Aber sie sind auf dem Weg jetzt, dass sie ein bisschen vom Provokateur zum bürgerlichen Karrierist. Wenn der Herr Riem mir vorwirft, ich sei ein Kommunist, und Sie mir vorwirft, ich sei ein bürgerlicher Karrierist, dann bin ich wahrscheinlich irgendwo in einer guten Mitte. Ja, das ist nicht sicher, dass man dann richtig... Ich habe das Gefühl, das Wichtigste für Sie, eben, Sie haben ein paar Namen da gesehen, sind ja Gegner, oder? Ihre dialektischen Art, wie Sie vorgehen, wo Sie Ihren Seminar predigen, müssen Sie Gegner haben. Wer sind Ihre Gegner? Also, das Absurde dieser Initiative ist ja, dass es im Moment die Leute, die wirklich verantwortlich sind für das, was passiert in den letzten Jahren, dass die den Gewerbeverband vorschreiben und dass sich der Herr Bigler und der Riem auch noch missbrauchen, um für die Abzocker den Kopf zu haben. Ja, natürlich, kein KMU in diesem Land ist betroffen. 3-12 Initiative. Nein, aber sie sind vielleicht vom Systemwandel. Nein, oder auch nicht vom Systemwandel. Die haben ja beste Erfahrungen. 96,2% der Unternehmungen schätzt die ETH mit mehr als 3 Mitarbeitern in der Schweiz haben eine Lohnbandbreite unter 1-8. Die werden mitnichten touchiert. Eben. Und gerade die KMU haben gelitten unter den Abzockern, die das Land nach der Wirtschaftskrise in die Nähe vom Abgrund brachten. Warum sind dann weitere, neben dem Herrn Bodemann, weitere Prominente und sogar noch aktive SPler gegen die Initiative? Und vor allem die, die in Regierungsverantwortung sind. Also die, die wissen, um was es geht, die nicht nur theoretisch reden, sondern das täglich erleben müssen. Also das muss am meisten wehtun, oder? Das ist immer das, was am meisten wehtun, das ist richtig. Ja. Das sind aber ein paar wenige. Also ein paar wenige? Ja, natürlich. Wir haben sehr prominente, oder? Aber trotzdem ein paar wenige. Wir haben eine Delegiertenversammlung, ich glaube, mit 2 Enthaltungen und etwa 170 Ja-Stimmen von der SP Schweiz notabene, die Ja-Parole beschlossen, ich rede zweimal. Jetzt, kurz vor der Abstimmung? Ja, das ist so. Die sind dagegen auftreten. Mhm. Wir sind eine Partei, wo wir eine freie Meinung haben darf. Ja. Und überall haben die Leute auch nicht gesagt, sie sind ein Grund dagegen, sondern sie haben Bedenken, was die Folgen an der Umsetzung könnten sein. Wir arbeiten daran, diese Bedenken genau können zu attackieren. Aber ist denkbar, dass wenn Sie dann mal in die Regierungsverantwortung kommen, dass Sie dann eben auch ins, sagen wir mal, ins Realo-Lage werden? Ich hoffe es nicht. Man hat das Gefühl, weil Sie sind eben so von den wilden Jusos schon langsam, jetzt sind Sie so ein bisschen ein betulicher SP-National, dass Sie dann als Regierungsvertreter vom Kanton Aargau oder wer weiß wo, dass Sie dann auch irgendwie auf den Boden von der Realität kommen. Ich würde Sie bitten, falls das passiert, fordern Sie mich doch zum Rücktritt auf, das wäre ja okay, dann werden Sie das sicher überhören. Warum ist eigentlich noch kein anderes Land auf so eine Initiative gekommen? Nicht einmal das sozialistische Schweden, wo ja eigentlich auch gegen hohe Löhne ist, aber das machen sie mit Steuern, mit einer enormen Steuerprogression. Warum hat das noch kein anderes Land gemacht? Also erst haben Sie richtig gesagt, es gibt andere Varianten, beispielsweise eine starke Steuerprogression. Es gibt Länder, wo das jetzt ein Thema ist. Es gibt ein Buch, Le Facteur 12, von französischen Ökonomen. Die französische Regierung hat die Debatten aufgenommen. Im Moment für die eigenen Unternehmen will sie maximal 1-20. Es gibt im in der britischen Whitehall, also in der Administration, eine Vorschrift maximal 1-20. Es gibt auch den Richard Wilkinson. Und das propagiert, es kommt, dass es ins Grundgesetz. In der Schweiz ist es im Grundgesetz. Nicht Selbstbeschränkung. Das ist ganz etwas anderes. Warum kein anderes Land? Warum hat es die Ausnahme in der Schweiz? Ist denkbar, dass alle anderen das auch angeschaut haben, aber verworfen haben, weil sie es unsinnig finden? Nein, ich glaube, das ist der grosse Vorteil der direkten Demokratie. Dass die können ja Gesetze ändern in anderen Ländern. Die könnten es im Parlament machen. Es ist ja kein Zufall, dass genau so eine Initiative etwas ist, das nicht aus dem Parlament kommt, sondern von einer Gruppe von Jungen und dann auch immer mehr breitere Gewerkschaften, Grüne, SP, getragen worden ist, wo eine Initiative kommt und man sagt, wir wollen eine grundsätzliche Änderung. Das finde ich selber als Parlamentarier. Eben, Sie haben sich so profilieren auf diese Art und Weise. Ist Ihnen auch gelungen. Eben, das mit den Gegner. Sie haben dann vor allem einen Gegner gefunden, das hat Ihnen nicht so geschmeckt. Sie haben da folgendes Zitat, glaube ich, bei Ihnen selber gemacht. Ein bisschen schwierig im Deutsch versuchen, das ein bisschen da wiederzugeben. Immerhin eines ziehen die Versager vom Gewerbeverband rund um Lügenbigler und ihre überbezahlten Kampagnenberater konsequent durch. Das Motto ihrer Kampagne, nämlich Schummeln, ihre führen Tricksen. Billig, oder? Einfach, das ist unter der Gürtellinie einfach verunglimpft. Also, ich tue sie in diesem Blog auch überall belegen. Es ist von Anfang an eine Kampagne, die auf Unwahrheiten beruht. Man hat ein Gefälligkeitsgutachten machen lassen von der Uni St. Gallen. Ja, aber das ist doch auch ein Unterstellung. Ja, nein, lesen Sie das Gutachten. Es steht sogar drin, die Uni St. Gallen sagt, der Gewerbeverband hat uns vorgeschrieben, welche Szenarien wir müssen rechnen. Und der Gewerbeverband sagt, die Zahlen, die der Gewerbeverband braucht, die sind nach unseren Berechnungen unrealistisch. Selbstverständlich sagt das niemand. Dann hat man angekündigt, man würde einen Tausiger
KMU, oder? Hunderte von KMU würden wie einen Stoßdruck gegen die 1-12-Initiative ist dramatisch gescheitert. Mhm. Wenn Sie die Listen anschauen, sind es irgendwie 400 KMU, die wir zusammengebracht haben. Trotzdem erzählt man weiterhin gross, um es eine grosse KMU-Kampagne. Also wir wären eingedeckt von einer Lügenkampagne, wie sie in diesem Land noch selten geben. Ist es nicht so, Herr Wermuth, dass es verschiedene Studien gibt, die kommen zu unterschiedlichen Resultaten und dass eigentlich niemand genau weiss, wie die Auswirkungen sind? Das weiss niemand. Und der Bundesrat hat geschrieben, es ist unklar, wie das Ganze sich präsentieren wird. Oder? Genau, also das ist die einzige korrekte Aussage, die man machen kann. Wir haben versucht, bei der Studie vom Denknet aufzuzeigen, was gibt es für mögliche Annahmen, was gibt es für Modelle. Wichtig ist auch, dass man es langfristig anschaut. Langfristig, wenn Sie unten in der Mittelklasse und ganz unten mehr Konsum haben, Leute mehr Geld zur Verfügung haben, wie so eine Umverteilung von der Lohnsumme. Wieso? Nein, aber das könntest du doch überhaupt nicht behalten. Wieso soll eine Firma, nehmen wir mal an, eine Firma tut den Chefsalär reduzieren. Was wird passieren? Es gibt mehr Gewinn. Wer kassiert? Das sind Besitzer. Wieso sollen die Löhne von den unteren anheben? Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die meisten, die über 1-12 sind, die relativ nahe in der Nähe sind. 1-13, 14, 15, 16. Für die ist es am einfachsten. Sie haben die untersten Löhne leicht an, wieso? Ein paar hundert Franken, weil es viel einfacher ist als der Chefsalär. Und Sie bringen als Beispiel, als das schlimmste Beispiel, das Sie ja bringen, bis zu 1-238. Ich habe es extra nachgelesen. Offenbar ist Ihnen da nichts Besseres vorgelegen. Ist Nestle, Swatch und Lindt & Sprüngli. Das sind drei Beispiele, die Sie jetzt genannt haben. Genau. Drei fantastische Firmen, weltweit führend, wo alle profitieren, also die Angestellten, die Kunden, die Schweiz profitiert. Und das soll jetzt irgendwie das Übel sein? Das sehe ich gar nicht. Das ist wieso? Wieso können Sie nicht sagen, wenn eine Firma sagt man, schlecht läuft, wenn sich einer bereichert, hat es in Amerika gegeben. Die Firma ist pleite gegangen, der hat sich oben bereichert. Verstehe ich. Aber wenn die Firma so gut läuft, dann verstehe ich doch überhaupt nicht, dass Sie jetzt da so aufschreien. Das ist ein Problem für die Demokratie am Schluss. Was? Das geht im Kern von der 1-12-Initiative. Wenn Sie einzelne Personen haben, zum Beispiel Marcel Ospel, der bei einer Verlagerung von seinem Steuersitz von Basel in die Innerschweiz Steuersubstrat in der Grössenordnung von 30 Polizistenstellen mitnimmt, dann haben einzelne Leute plötzlich mehr Macht, als sie in einer Demokratie haben. Das mit 1-12? Eine Demokratie ist auch darauf angewiesen, dass es einen gewissen Grad an Gleichheit gibt. Damit Sie aber Steuersystem ändern. Wir machen beides. Ja, aber 1-12. Sie dürfen jetzt das nicht alles vermischen. Ja, wir reden jetzt über das 1-12, wenn ich sage, die Firmen, die Sie nennen, die funktionieren wunderbar. Und wenn die Saläre von diesen Top-Leuten runtergehen, würden die Besitzer, die Aktionäre mehr bekommen. Weil die Schweiz hat ja heute schon die weltweit höchsten Löhne. Also es gibt Beispiele. Oder haben Sie auch nicht die höchsten Löhne? Mitunter, ja, natürlich, aber Sie müssen die Kaufkraft auch immer einrechnen in den letzten Jahren. Also hören Sie doch mal auf. Wenn ich exportiere, spielt doch Kaufkraft keine Rolle. Das sind Kosten. Und wenn ich die Kosten aufentun, auch von den, sagen wir mal, unteren Lohnbeziehungen, gehen meine Kosten total, dann bin ich nicht mehr konkurrenzfähig. Dass Leute wie Sie kein Problem haben mit den Lebenshaltungskosten im Land, das ist mir schon klar. Aber Menschen, die 4.000, 5.000, 6.000 Franken verdienen, die haben in den letzten Jahren die Mietpreiserhöhungen, Krankenkassenpreiserhöhungen gemerkt. Und die spüren, dass sie, trotzdem, dass sie immer mehr arbeiten, immer weniger haben am Reichtum, der in diesem Land verteilt wird. Aber nochmal, wieso soll jetzt das geändert werden, wenn der Chef weniger überkommt? Weil das genau nicht funktioniert in den letzten Jahren. Lange hat die Schweiz, da haben Sie völlig recht, funktioniert, dass man gesagt hat, wenn ein Unternehmen wächst, dann tut man nicht auslagern, man tut nicht kürzen, man tut anständig Löhne erhöhen. Und genau das hat nicht funktioniert. Wir haben in der Pharma Stellenabbau gehabt, wir haben bei den Banken Stellenabbau ganz massiv, obwohl die Oberen nach wie vor, du bist, 2,5 Milliarden Verlust, 2,5 Milliarden Boni auszahlt, der Andrea Orsel allein 26 Millionen Willkommensgeschenk. Das soll noch einer verstehen. Wissen Sie, wer das ändern könnte? Ja, das ist zu 12 Institutionen. Nein, nicht Sie, sondern er minder. Weil der könnte Aktionär bestimmen, wie viel Sie denen zahlen wollen. Das ist eigentlich geregelt. Das ist eigentlich abgehakt. Und wenn die entscheiden, wir wollen dem Herrn Orsel so viel zahlen, ist das ihr Privileg. Jetzt sind wir genau im Kern von der 1-12 Initiative. Bin ich völlig einverstanden. Der Herr Minder sagt, die Aktionäre sollen entscheiden. 17% der Schweizer Bevölkerung hat überhaupt Aktien. Und wir sagen, der Reichtum, den wir in diesem Land erarbeitet, wo jede und jede, die um 6, 7 Uhr morgen aufsteht, übrigens, sei es Hausfrau, sei es Fernsehmoderator, sei es KV-Angestellte, sei es Bankmanager, der oder die muss anständig beteiligt werden am Erfolg. Und das ist aus dem Lot geraten. Wir haben heute eine kleine Minderheit, die sich schamlos bereichert hat und eine grosse Mehrheit, die nicht mithalten. Aber schamlos bereichert, das ist innerhalb von Privatfirmen, die das offenbar zu. Ich finde das natürlich auch.
es ist nicht nachvollziehbar, dass ein Brady Dugan so viel überkommt. Ja. Ist ganz klar. Aber ich will nicht in einem Land leben, wo das von Staatesregen wegen geregelt ist, sondern wenn jetzt haben die Aktionäre Gelegenheit zu sagen, und wir haben gestern sogar das Interview gehört von Urs Ohne, VR-Präsident von der Credit, das ist aus dem Ruder, glaube ich. Die haben das langsam gecheckt. Ja. Und so muss das gemacht werden. Schön wäre. Und, ja, und wer Aktionär ist, das, ist ja, das sind Besitzer. Würden Sie sagen, Besitzer haben nicht gewisse Rechte an einer Firma? Ich glaube, es wäre gleich, es wäre richtiger, wenn Besitzer und Mitarbeiter eben gemeinsam würden beteiligt wären. Das ist in den letzten Jahren aus der Fuge geraten. Zum Beispiel, indem man mit der Demokratie entscheidet, was ist eine zulässige Höchstspannbreite für Löhne. Wir haben es in Deutschland, Drittelsparität, sind Gewerkschaften reingekommen, nicht so richtig funktioniert. Das ist wieder ganz ein anderes Thema. Sie vermischen das alles. Ich sage Ihnen genau, es gibt zwei Varianten. Entweder Sie können die Umverteilung über ein schwer bürokratisches System machen, das ist die Steuerumverteilung, oder Sie können direkt an der Quelle, wäre viel die einfachere Variante, sagen, wir beschränken, trägt übrigens zum Gerechtigkeitsempfinden extrem viel mehr bei. Und nochmal, wie gesagt, die 1-12-Initiative beschränkt eine schamlose Abzockerei. Sie führt dazu, dass alle wieder etwas vom Kuchen haben. Wieso ist jetzt der Chef von Nestlé ein Abzocker, wenn er jedes Jahr Milliarden von Gewinn produziert. Um wenn eine Arbeitskraft schafft, wenn die Firma wächst, ist er dann ein Abzug? Kann man das einfach? Jeder, der viel verdient, ist ein Abzug. Oder kann man nicht sagen, die, Sie haben vorhin ein Beispiel erwähnt, die Verlust produzieren und das Geld nehmen? Das sind für mich die Abzocker. Also man kann durchaus sehr gute Leistungen bringen. Man kann vielleicht 500, 600, 700, 800, 900'000 Franken, kann mir alles diskutieren, wert sein. Aber 10 Millionen, 15 Millionen, 20 Millionen. Ja. Und dann noch hinstehen und sagen, ich bin über 200 Mal mehr wert als meine Mitarbeiter am Bankschalter oder auf dem Verkaufsstand. Das ist etwas, das das Land auseinanderreisst. Und das kann niemand mehr akzeptieren. Gut. Vor allem nicht die Leute auf der anderen Seite sehen, dass das Leben immer teurer wird. Sie das korrigiert ja, Sie wollen ja, dass im Sport das gilt, oder? Also wenn es gilt, dann gilt es überall. Aber das, ich bedauere sehr, dass der Sport auch heute das Business ist. Also das wollen Sie abschaffen. Sie wollen auch den Sport, also, Spitzensport abschaffen in der Schweiz. Betrifft die Schweiz ja praktisch niemand. Überhaupt so viel. Nein, das ist eine Illusion. Also in der Schweiz gibt es fast keinen Sportler, der irgendwie so viel... Ein Trainer? Wenn sich ein Ottmar Hitzfeld schafft unter 1,5 Millionen? Ja, aber ich bin überzeugt, dass wenn wir nur noch Leute haben in diesem Land, die kommen und sagen, ich komme nur, wenn ich so einen hohen Lohn habe, dann sind das die Falschen. Wieso Sie sind auch im Spitzensport. Die falsche. Wieso im Spitzensport? Weil ihr zentral ist doch das Leistungsprinzip. Das wird doch einfach die Leistung honorieren. Aber schauen wir uns doch mal an. Schauen wir doch mal die Fakten an. Gut. Und zwar Kollegen von ECO haben versucht, die Lohnunsicherheit. Ja, sie sind da vorgeschrieben, ich weiß. Aber schauen wir uns noch mal an. Ein Maß für die Verteilung der Einkommen ist der Gini-Koeffizient. Je näher bei 0, desto gerechter sind die Einkommen verteilt. Je näher bei 1, desto ungerechter die Verteilung. Die Schweiz hat einen Gini-Koeffizienten von 0,3. Besser schneiden die skandinavischen Länder ab. Große Volkswirtschaften wie Spanien, Japan, Italien, England und die USA haben dagegen eine deutlich ungerechtere Einkommensverteilung. Der Blick in die Vergangenheit zeigt, in der Schweiz ist der Gini-Koeffizient seit Jahren stabil. Die Schere hat sich nicht geöffnet. Genau, ich glaube, das ist die entscheidende Ding. Es hat sich nicht geöffnet. Und das ist immerhin, glaube ich, vom Bundesamt für Statistik. Wo jede Statistik hat immer gewisse Mängel, ist klar. Sie haben die kritisiert, aber wir haben das nochmal nachgefragt, gesagt, das, was kritisiert wurde, verändert eher eine Aussage eigentlich nicht. Ja, das ist richtig, aber es kommt immer darauf an, welche Zahlen man nimmt. Die sogenannte Haushaltsbudgeterhebung, die dahinter liegt, die schliesst eigentlich die untersten und die obersten aus. Eben, das denke ich nicht verändern. Auch wenn man die reinnehmen würde, würde ich das auch bei einer Nachprüfung. Tatsache ist, sie haben ein tolles Thema gefunden, nur faktisch ist es nicht relevant. Schau, Herr Schawinski, es ist ja lustig, es gibt zwei Leute in diesem Land offensichtlich, oder vielleicht drei, der Herr Bigler, der Vertreter am Telefon, Sie kennen vom Bundesamt für Statistik, und Sie selber, die glauben, dass die Einkommensschere auseinandergegangen ist. Inzwischen hat das sogar Avenir Suisse müssen in ihrer Mittelstandsstudie zugeben und gesagt, tatsächlich, die obersten Löhne sind extrem viel stärker gestiegen in den letzten 10 Jahren als die unteren Löhne. Und die Leute spüren das auch. Ich meine, heute auf die Straße gehen und den Leuten erklären, wir haben dann die gleichen Lohnverhältnisse wie 1984. Die Spitzenlöhne und die exorbitanten Löhne. Um die geht es. Aber das kommt in einer Statistik. Eben, wo es um 4 Millionen Arbeitskräfte geht, kommt das eben gar nicht zum Tragen. Doch, es eben nur ganz minimale Zahlen sind. Ich kann sagen, warum es zum Tragen kommt. Es sind zwar nur ein paar Tausend, die es betrifft, aber es sind schätzungsweise, sagt auch ECO, etwa 200'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in diesen Unternehmen beschäftigt sind, die das Anrecht hätten auf deutlich höhere Löhne, insbesondere unten, wenn der Unternehmen
Unternehmensgewinn anständig verteilt wäre. Und das ist es am Lohngeraden. 1984, wenn Sie das Beispiel erlauben, hat der durchschnittliche Lohn von einem durchschnittlichen Schweizer zum Chef von einem Unternehmen ungefähr das Verhältnis 1:6. Heute sind wir bei 1:43, bei den börsenkotierten 1:93 im Durchschnitt. Mhm. Sagen, die Zahlen bringen Sie immer. Es hat sich vieles verändert, seit Sie sind auch nicht mehr gleich, wie Sie vor 2 Jahren waren. Sie sind ein enormer Student. Jetzt verdienen Sie über 120'000 als Staatsangestellte. Das ist zwar falsch. Aber wie viel? Sie haben selber ausgewiesen auf Ihrer Homepage. Das ist richtig. 140'000. Da haben Sie sicher noch ein paar zusätzliche zerquetschte. Leider aber das heisst also, es war relativ einfach, ein bisschen Wind zu machen, Politiker zu werden, einfach als ein Studium abzuschliessen, Prüfungen zu machen und noch Arbeit zu schreiben. Ich bin oder? Tatsächlich noch dran, mein Studium abzuschliessen, ja. Da haben Sie recht. Ja. Aber ich werde das nächste Jahr fertig schaffen. Ich muss das Lizenziat wie 20 Wenn Sie es bis dann nicht haben, dann werden Sie abgeschrieben, oder? Das befürchte ich ja. Dann genau, eben, es ist einfach schwierig, ein Studium zu machen. Politiker zu werden in Bern ist einfach. Und darum, der Herr Karrer, neuer Präsident von Ecoruswiss, hat gesagt, so etwas erfinden nur Leute, die sich noch nie in einem Arbeitsumfeld bewegt haben. Ist sehr uncharmant. Aber nicht ganz falsch, oder? Mal, aber es trifft mich überhaupt nicht. Trifft ich meine, nicht. Der Herr Karrer kommt von einem staatlichen Monopolist und leitet jetzt die grosse Vorkämpferorganisation für den freien Markt. Das zeigt schon, was für ein Problem das seine Organisation ist. Also, ist mehr in der freien Marktwirtschaft das als ist, das ist, wahrscheinlich also, je sein wäre. Ich habe mein Studium übrigens seit ich 18 bin immer selber verdient. Der Vorwurf der trifft uns so fest wie die meisten Aussagen von Herrn Karrer. Ihr Hauptwerbemittel sind ja die Fahnen, die Sie haben. Wo sind die hergestellt? Die Fahnen sind in China hergestellt worden. Aber von einem Schweizer Produzenten. Ja, entsprechend, was heisst Schweizer Produzent? Irgendwas ein Schweizer Agent? Also ist jemand, der das überprüft? Ja. Und entsprechend die, ja, aber was aber glauben Sie wirklich an Fantasien? In China das zu überprüfen? Die natürlich, wenn Sie fragen, wie ist es hergestellt, werden Ihnen Geschichten erzählen ohne Ende. China ist das erzkapitalistischste Land das haben Sie von der recht. Schweiz. Das haben Sie und, eben, und Sie sind also gegen den Markt, ausser wenn Sie billig können einkaufen. Also die Schweiz ist im Moment gerade dran, ein Freihandelsabkommen mit China abzuschliessen. Wir kämpfen im Parlament dafür, dass wir die halt von Menschenrechten und Sozial- und Umweltstandards muss einhalten. Und genau das haben wir gemacht bei der Bestellung. Ja. Ich weiß nicht, was der Vorwurf... Aber ist es nicht sehr dumm gewesen? Nein, ich weiß nicht, was der Vorwurf an eine Jungpartei soll heissen, dass sie in China produziert. Es hat doch niemand etwas gegen Produkte aus China. Alles von China kommen. Es hat doch niemand etwas gegen Produkte aus China. Wir müssen doch schauen für den Schweizer Arbeitsplatz. Auch Sie sogar. Ich muss schauen für die Arbeitsplätze auf dem ganzen Planeten. Ich muss Ihnen sagen, ein Arbeitsplatz, der in der Schweiz verloren geht und an einem anderen Ort dazukommt, will ich genauso wenig, wie das die Schweizer Arbeitsplätze von einem anderen Ort abzieht. Genau, auch wenn es keine 1:12 gibt. Bei China gibt es sicher nicht eine 1:12-Initiative, aber wenn wir es eigentlich schaffen, dort eine 1:12-Initiative zu lancieren, können wir das gerne selber machen. Danke vielmals. Also die Abstimmung findet statt am 24. November. Mal schauen. Wir haben jetzt ein paar Sachen gesagt, auf die werden wir sie dann wirklich dann auch noch mal überprüfen. Machen danke vielmals. Morgen Abend übrigens im Club «Geistig behindert und verliebt, wie weit darf so eine Liebe gehen?» Dort das Thema. Da geht es jetzt weiter mit der Tagesschau. Die Sendung gibt es wieder an dieser Stelle genau in einer Woche. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht und eine ganz gute Woche.